Ich bin auf dem Weg in mein Dörfchen, um zu schauen, wie viel Kohle ich noch habe oder auch nicht. Misserfolg, so. Hier habe ich schon Auf Malle, oder? ihn! Du drauf hast. Ja, ich besorge hier gleich mal wieder ein paar Sachen. Ich habe, das sind aber recht viele, aber so eine Schnullibulli-Leute, ne? Ich würde nur gerne in Ruhe absteigen wollen. Und dann mache ich die fertig. Ach Mensch, ich wollte nach Rübezlawitz. Ja. Gucken wegen Geld, ob da Geld drin ist. Dass die da keine Probleme bekommen, oder ich, besser gesagt. So, wenn die alle auf dem Weg liegen. Ach, ich plündere den schnell. Bin ja noch nicht voll beladen. Genau, da hingehen und wollte schauen, ob Geld drin ist. Wenn dann Geld reinpacken und die anderen drei uralten Karten noch machen. Und das aber wahrscheinlich diesmal zusammenschneiden. Und ich probiere mich nicht ablenken zu lassen. Was sagt man dazu? Ich weiß auch nicht, was man dazu sagt. Das ist eine gute Frage. Oh. So, 1, 2, 3, 4, waren das nicht 5? Kommt noch jemand? Ja, die schon mal, ne? Hier. In so eine Normalos, die kriege ich hin. Ohne dass sie meine Sachen kaputt machen. Ich habe nämlich nach der letzten Folge meine Sachen einmal sortiert, aufgeräumt, verkauft und meine ganzen Sachen repariert. Das heißt, ich. Ach so, nee. Das Ding brauche ich nicht. Kurz vergessen, diesen komischen Speerpikser kann ich ja nicht einpacken. Genau, das habe ich halt alles verkauft und mich ready gemacht. Und das wollte ich eigentlich nicht, dass die mich hier noch anklatschen. Aber was macht man nicht alles für ein bisschen Geld? Natürlich. Dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen was. Ich hoffe, ich habe es später auch bei mir im Dorf einen Händler, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen viel, was ich mit mir rumschleppe, sagen wir so. Brezel, 3 Stück sogar. Der Tag ist gerettet. Der ist gerettet. Ich habe noch immer nicht viel Geld. Ich wollte 10.000 haben, bevor ich da anfange, irgendwas zu machen, weiterzumachen. Aber ich hab keine Ahnung, wie viel Geld ich dort habe. Und da die ja, da ich gerade nur Kosten habe, muss ich halt aufpassen, dass die mir nicht abbauen. Zumindest hieß es das ja auch, dass ich da aufpassen muss. Und bei meinem Glück sterben nachher Leute, verschwinden Leute oder ähnliches. Ihr wisst doch, dafür habe ich ein Talent. Kann ich jetzt weiter? Hat er schon aufgetaucht, bevor ich geklickt habe. Sagen, ach, da passt es. Ich schnell weiter. Und dann wollte ich mir die Karten anschauen. Ja, sollte. Das sollte jetzt kein Problem sein. Es kann nur sein, in dem Wald treffe ich ganz oft noch auf komische Banditen. Und die sind auf jeden Fall ein bisschen stärker ausgerüstet. Also, ich habe auch das Gefühl, das wird irgendwie häufiger mit diesem, dass mir irgendwas unterwegs begegnet. Klar, die hätte ich jetzt auch machen können, aber. Nee. Also, ich habe was anderes vor heute. Und ich kenne mich ja. Wenn ich nachher auf der Suche Das sieht verdrießlich aus. nach den Banditen bin, dann kommt wieder irgendwas anderes. Der hier etwa Pause unter dem Baum. Also, es ist cool, wenn hier nachher der Baum noch so in der Dorfplatzmitte ist. Das hätte was. Gucken wir mal nach, wie viel Kohle da drin ist. Einfach nur, dass ich schnell was reinpacke. Und ich könnte ja hier mal was essen, oder? Wenn ich schon hier bin. Bevor ich nachher wieder zu hungrig bin. 1,1 sind nur drin. Was? Gut, dass ich vorbeigekommen bin. Mach mal 3.000 rein.
Ne, 2000 mache ich rein. Ich will halt hier 10 haben. Das sollte wohl reichen, wie viel ich habe. 300 immer minus. 370. Muss mich hier eigentlich mal beeilen. Dass ich irgendwas schon mal nach und nach machen kann, dass ich wenigstens auf 0 komme, ne? Man könnte dieses Rathaus 5000 hätte ich theoretisch bauen, ne? Aber das hilft mir noch nicht weiter. Ausgebautes Rathaus, Kirchenreparatur, Kirche, Schmied, 8000. Kohle ist Voraussetzung, Getreide. Ich wollte ja... Aber ich weiß nicht, wie man hier die Landwirtschaftssachen baut. Brücke und Straße. Grundgebäude, das würde mir nur wieder. Und mit Waren beladene Karren tragen, die in das Dorf kommen oder verlassen. Vielleicht kriege ich das damit dann. Weil hier sind nur Bienenstöcke drin. Und das war's dann. Ich weiß nicht, wie ich. Ich kann ja keinen Bauernhof bauen. Und das ist ja als Voraussetzung, muss das abgedingst werden. Ich baue jetzt einfach mal, das sind 20 mehr kurz die Straße. Ist vielleicht total dämlich. Aber ich will wissen, was es damit auf sich hat. Ach nee. Nee, Leute, lassen wir das. Ich könnte danach die anderen Sachen nicht bauen. Sonst habe ich die ganze Zeit nochmal zusätzlich minus 20 drauf. Ich besorge nochmal Geld, sodass ich die anderen Sachen bauen kann. Und dann finde ich auch heraus, wie ich die, weiß ich nicht, einen Bauernhof noch hinkriege. Es kann nicht so schwer, in dem Buch so schwer sein. Ich habe hier ein Bett. Ich habe doch ein Bett. Achso, ne, hier ist mein Holzfällerlager, aber... Die Karten. Yeah. Richtig Bock drauf? Nicht? Ich werde das aber wahrscheinlich ein bisschen zusammen schneideln. Weil das ist, glaube ich, sonst wieder zu viel. Also ich probiere diesmal das zwar auf direkten Weg zu machen. Ich probiere es, ne? Was? Also. Jemand Totes? Bei einem Baum? Bei so einem Steinding. Buschütze. Und da ist die Mühle. Okay, also irgendwie im Friedhof vielleicht oder irgendwelche Gräber oder so bei einem Baum. Und Buschütze und da ist ein Bauernhof. Oh Gott. Buschütze. Wahrscheinlich hier. Ich sag euch nachher da, wo wieder verdeckt ist. Aber hier ist Ohrschütze und dann die Mühle. Das Problem ist, ich habe ja nicht alles. Ach, hier ist die Mühle. Da. Da ist die Mühle und da ist Ohrschütze. Und hier ist, glaube ich, so ein Wegverzweigung. Ich sag. Bestimmt hier, wo es schon wieder nicht aufgedeckt ist. Das hat noch so einen Teich, den sehe ich jetzt natürlich nicht. Und die ganzen Wege. Also hier hat man halt Weg, Weg. Das ist es. Hier der Weg geht nach Ohrschütze. Da teilt sich's ab. Und hier ist der gerade Weg, der bei der Mühle ist. Und der geht so nach oben. Das ist es. Und hier müssten dann... Das sind Felder, glaube ich. Bei den Feldern hat man immer diese kleinen Stallen, Mäuerchens. Also hier irgendwo. Oh man, X hin. Da muss ich hin. Ich decke hier irgendwann noch die ganze Karte auf, ich sag's euch. Ja gut, dann, ich bin kurz faul. Einmal darüber. Wie spät ist es eigentlich? Stopp. Ich gehe in Uschütze schlafen. Ja. Nachdem ich was bezahlt habe, weil ich ohne Fackel los bin, ich kann es halt nicht abbrechen, ne?
Ich muss auch ein Bußgeld jetzt bezahlen, ich sag's euch. Kein Licht an. Direkt 40 Groschen. Instant. Ich glaube, ich stehe direkt sogar vor dem Wirtshaus, ne? Ist ja auch vielleicht eine Unterkunft? Ne, ich habe hier ein Bett. Habe ich mir schon mal ein Bett besorgt? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, doch. Ah ja, oh ja, wir waren hier saufen und haben vom Kirchturm gekotzt. Ich erinnere mich. Da mussten wir schlafen. Aber ich bin, da werde auch müde, ne? Also es wird mir inzwischen schon angezeigt. War genau das Bett. Das weiß ich halt nicht mehr. Hier gibt's Essen. Ja. Nee, nee, es ist schon das vordere Haus. Das hier, der Kirchturm. Ich kann es gar nicht mehr wissen. Wir waren einfach zu dicht und mussten uns noch prügeln an dem Tag. Wie diese Quest, ne? Und dann mit der Rede am nächsten Tag. So. Da ist es auch okay, wenn ich nicht mehr weiß, wo mein Bett ist. Jetzt einfach mal hier hoch. Kann man auf jeden Fall schlafen. Ich kann auch speichern, also nehme ich mal an, es ist okay. Und ansonsten werde ich gleich frühst weggejagt und es passt schon. Und dann habe ich auch mal gespeichert. 6 Stunden Schlaf reichen, obwohl wir einen Tag übrigens gar nicht geschlafen hatten. Naja, Schlaf wird überbewertet, wer braucht das schon? Außerdem hast du unsere Energie voll. Rataya-Turnier. Shit. Da habe ich die Wette ja angenommen. Jetzt findet es auf einmal statt. Warte, das sind nämlich, weil ich muss das ja einmal machen. Heute findet ein Rataya-Turnier statt. Such am Morgen den Herold auf, wenn du teilnehmen möchtest. Das ist doch schon wieder beknackt, oh. Ich bin da oben. Nee. Das. Ach, wieso habe ich eigentlich jedes Mal so ein Glück? Ich war die ganze Zeit in der Umgebung von Rattay. Durchgehend die ganze Zeit. Und jetzt kommt das, ich fühle mich so verarscht. Ich fühle mich so verarscht. Da, als ich gesagt habe, das würde ich jetzt gerne machen wollen, war das nicht aktiv. Und jetzt auf einmal. Weil am Morgen, ne? Wisst ihr, wie viele Stunden ich brauche nach da unten? Da bin ich nicht vor Kaffeekuchenzeit. Auf gar keinen Fall. Ach, immer, ich weiß nicht. Glück habe ich hier nicht. Glück existiert da nicht. Jetzt schau jetzt erstmal. Laut der Beschreibung müsste es ein bisschen einfacher sein. Ich bin nicht in einem Wald. Diese Steinmauerchen sind meistens da, wo Felder sind. Da hinten ist die Mühle auch. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Sagte sie und wir gleich 5 Stunden brauchen. Wenn ich länger brauche, schneide ich zusammen. Wenn ich es jetzt hier nicht auf Anhieb sehe. Da ist der Teich, der abgebildet ist. Ja, ist ein Unfallort. Es war abgebildet. Muss ich da nicht einmal hier rüber? So ein Bildstock. Habe ich schon mal schon. Und da sind Felder. Und da müssten dann eigentlich diese Steinmäuerchen so meistens dazwischen. Ich bin jetzt hier. Und jetzt ist der Teich auf jeden Fall auch abgebildet. Ja, hier die Steinmäuerchen sieht man. Easy. Nicht. Beim mittleren hinten. Also ich. Hier so. Ja. Da sehe ich auch einen Baum. Und da ist auch ein Grab. Okay, ich glaube, das ist es. Also,
Da war ja ein Skelettchen abgebildet. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie damit ein Grab meinen und nicht so wie beim letzten Mal eine Höhle. Oder Steinbruch hier nach dem. Es sind zwei. Also es ist ein Grab. Ja, aber das ist es. Okay. Das wäre das Grab auch gewesen. Vielleicht schaffe ich es ja doch jetzt noch. Komm hier nicht mehr raus, oder? Ich krieg die Krise. Komm hier halt nicht mehr raus. Wieso komme ich hier nicht raus? Hä? Ich häng halt richtig fest. Bin ich rückwärts? Ja, so. Komm mal näher ran. Noch ein Stückchen näher. Es läuft gut. Ich weiß nicht, das sind diese Kleinigkeiten, wo ich mich immer frage. Also schon wieder Zeit verschwendet. Ich schaffe es nicht mehr pünktlich nach Rattay. Wo ist mein Pferd? So. Das ist das halt. Ich probiere es gar nicht erst. Wollte ich zwar gerade machen, aber ich soll mich am Morgen melden, wenn ich teilnehmen möchte. Ich werde, glaube ich, eher nachts ankommen, wenn ich jetzt dahin reite. Nein, ich will nicht selber reiten. Ich würde zwar außen lang, östlich an der Seite vorbeireiten, aber in der Geschwindigkeit sitze ich nicht auf dem Pferd. Ich habe mich doch da gerade draufgesetzt, oder? Sieht so langsam aus. Och nö. Finde ich auch, wieso kann man sich denn nicht am Tag vorher auch bei dem Turnier anmelden? Jetzt ernst gemeinte Frage, das ist doch blöd. Such am Morgen. Wieso ist das Aufgabe abgeschlossen? Ich habe den Herold noch nicht aufgesucht. Ich verstehe das nicht. Ich habe mit dem nicht gesprochen. So, das hier möchte ich nicht. Das hier möchte ich. Aber wieso bin ich denn jetzt angemeldet? Geht das automatisch? Und die nächste Frage ist... Meine Sachen sind repariert an sich. Aber ich könnte meine Sachen natürlich noch vergiften. Aber beim Turnier... Ich glaube, das wird nichts. Aber dann hätte ich Geld. Wenn wir das jetzt mal ausprobieren. Sei gegrüßt. Das brauchst du. Nerven. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Nein. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Wie viel? Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. 60? Oh Gott, ich darf das nochmal machen, ne? Ich habe ja auch mit Peschek aber gewettet. Ich verliere heute aus hoch. Sicher? Hier, bitte. Wie heißt du? Heinrich aus Galitz. Gut, ich halte das fest. Und ich muss wissen, welche Waffe du willst. Das Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Oder? Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Oh Gott. Die Gott mit dir. Okay, wir gucken mal, wie schwer die Gegner sind. Habe ich keinen Helm auf? Der erste Wettstreiter ist Heinrich aus Galitz. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und ihm steht gegenüber Oldig Freier, Waffenknecht aus der Garnison von Herrn Divisch von Talmberg. Ich habe keinen Helm Wünschen auf. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Also ich sonst würde ich doch nur so einen Schlitzi sehen. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern.
Ich habe irgendwie auch was anderes an, kann das sein? Der Sieger des ersten Kampfes ist Heinrich aus Galitz. Okay. Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Nein. Das kann ich doch gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie man ein Schild verwendet. Scheiße! Ja. Ich jetzt so? Ich muss alle Sachen machen, dann hätte ich das trainiert beim Bernie. Und wann habe ich denn Streitkolben damals benutzt? Oha. Vielleicht hätte ich mit dem. Ich wurde doch gefragt, an was ich teilnehmen möchte, oder habe ich das falsch verstanden? Und siegreich beim zweiten Kampf war Heinrich aus Galitz. Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Was? Jetzt, dann, jetzt. Der erste Wettstreiter ist Kolder vom Turme. Wie der erste. Büttel des Rataya-Vogts. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Auf jeden Fall hat sich mein Leben wieder aufgefüllt. Also, dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Wieso erster? Schlagabtausch mit Langschwertern. Ach so, wegen Lang. Jetzt kommen die Langschwerter, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, verdammt. Scheißkerl! Boah, werd doch nicht gleich persönlich. Weiter neben. Also ich hätte mich auch schon getroffen, aber ich weiß nicht, wie viel er aushält, ne? Wenn er mich dann halt trifft. Boah, ich bin angeschlitzelt. Shit. Ist natürlich blöd. Nein. Nein! Nein! I'm dead. Von dem ersten Kampf, Kolder vom Turme. Okay, ich hab schon verloren. Einfach 160 Groschen weg. Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Aber hä, warum denn nochmal? Ich hatte ich das nicht gerade eben schon? Besonders beim Langschwert, da habe ich ja meine Sachen eigentlich, ne? Alter, was ist das? Okay. Vergesst, das ist von ja, das habe ich nicht. Siegreich beim zweiten Kampf war Kolder vom Turme. Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Also habe ich quasi nur den ersten Herausforderer geschafft und den zweiten nicht. Das heißt, jetzt bin ich raus. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Du musst warten, bis Herr Hanusch in ein paar Tagen das nächste Turnier ausruft. Komm dann und ich schreibe dich gerne ein. Okay. Mach's gut. Aber ich hatte nicht meine Sachen an. Ich hatte ja nicht meine Rüstung Der an. Der erste Wettstreiter ist Kolder vom Turme, Büttel des Rataya-Vogts. Okay, das, ab dem zweiten wird's brutal, aber ich fand den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten jetzt schon etwas höher. Und ich habe nicht meine Klamotten an. Ich habe andere Klamotten an. Ich habe auch keine Fertigkeiten da drin, ne? Und ich wollte jetzt eigentlich irgendwie an diese anderen Sachen üben, wenn ich ehrlich bin.
Mit dem Schwert, ich... Diese ganzen Abfolgen, das merke ich mir eh nicht. Das hier machen die einen immer. Ja. Also ich mach Schwert und Streitkolben muss man machen. Na klar. Genau mein Ding. Habe ich richtig Bock drauf? Nicht. Aber ich fand den Unterschied zwischen 1 und 2 ist ja richtig brutal. Also ich fand den jetzt schon, also so, ne? Wenn du von dem einmal getroffen wirst, war es das ja. Da habe ich hier eigentlich so einen schlechten. Achso, das Dorf existiert ja nicht. Ja, nee, ne? Einfach ja, nee, ne? Machen wir die nächste Schatzkarte. Das war nur mal kurz ein Abstecher, dann weiß ich, was mich erwartet. Dafür müsste ich aber trainieren. In ein paar Tagen, wenn es einmal die Woche ist, dann kann ich ja wenigstens den Tag vorher mit Bernie trainieren. Alle möglichen Waffensachen. Und dann am nächsten Tag an dem Turnier teilnehmen. Aber ich habe halt nicht meine Rüstung. Ich finde. Oder ich habe zumindest das Scarlet's auf. Oder nur das Scarlet's-Ding drüber. Das kann natürlich auch sein. Und trotzdem meine Rüstung an. Es sah aber nicht aus wie meine. Es sah irgendwie anders aus. Irgendwie anders. Machen wir die Karte Nummer 4. Dass ich das erledigt habe. Rattei. Also es ist wieder hier irgendwo. Großer Fluss. Da ist wieder die Brücke aufgezeichnet, über die ich immer gehe. Dann den Weg, den ich, glaube ich, immer langlatsche. Holz. Also an dem Lager da, glaube ich, was da ist, vorbei. Und da ist wo. Ruine, ich weiß, wo das ist. Hier war ich ja. Ja, nachdem ich hier, nämlich hier ist das Lager. Nachdem ich hier alles abgesucht hatte schon, hier ist nämlich so eine Ruine. Irgendwo hier so, je nachdem. Ich glaube, an dem Dings da noch vorbei. Aber hier, ist das? Vielleicht sogar hier, wo der interessante Ort ist. Mal kurz, warte, ich schaue nochmal ganz kurz, wie weit von der Weggabelung des Weges. Aber weil ich da ja war. Stücke. Ich glaube, das ist der eine interessante Ort. Ja. Oh, gut, ne? Gehen wir da hin. Vielleicht bin ich diesmal ein bisschen schneller mit den Karten. Weil nur das eine war recht, für mich recht verwirrend. Das andere ging eigentlich. Also, bei U-Schütze, das ging jetzt. Aber weil es doch sehr, weil man das halt sah, was man sehen sollte. Und jetzt brauche ich ja nur diese Ruine. Und da ist eine, da war ich ja erst. Aber ich glaube, die Schatzkarten, wie viel es auch immer davon gibt, ich habe die vereinzelt. Müsste die anderen dann halt auch besorgen, ne? Die anderen Schatzkarten noch. Das ist immer unterschiedlich beim Händler zu finden. Einmal hier abbiegen und jetzt geradeaus. Ja. Sieht zumindest an dem einen Lager vorbeikommen. Aber dort, wo diese Ruine ist, da sind doch ein paar Banditen. Da wurde ich doch letztens immer angehalten. Wegkontrolle quasi. Ah, das Turnier ist, nee, das Turnier ist heftig. Wie viele Runden? Oder beziehungsweise nicht Runden, es sind immer 2 Runden. Aber wie viele Gegner sind das denn? Also bestimmt, also mindestens 4 würde ich sagen. Weil die anderen Sachen, also diese Aktivitätengedöns-Sachen waren auch immer 4. Und ich nehme mal an, bei unentschiedenen Runde, also jeder hat eine Runde gewonnen. Muss man dann noch eine 3. Runde machen, weil unentschieden oder so? Nee.
Hier ist das Holzfällerlager. Das ist die Ruine. Ich glaube, bei der Ruine sind welche. Weil ich wurde hier doch öfter, öfter als einmal angehalten. Hier ist die Weggabelung. Gut, dass ich hier schon alles erkundet habe, sonst wäre es ja langweilig. Ich muss etwas zu essen besorgen. Ich auch. So knurrt der Magen. Da hinten. Da ist sie. Ja. Da war ich ja. Steig aber ab, falls mir da gleich jemand entgegenkommt. Die haben hier auch Sachen angezündet. Hm. Hier war doch das andere Lager von den Banditen und so. Da unten. Ich sehe niemanden. Noch nicht. An der unteren Seite unter einem Stein. Mal kurz die alten Mäuerchen hier ablaufen. Also hier geht man rein. Und wenn quasi das Haus so stehen würde, muss es irgendwo da unten sein. Hier ist noch ein Stück Mauer. Nee, hier. Wenn wir nicht gleich angefallen werden von denen da. Wenn da jemand ist. Ich sehe niemanden, aber... Weiß, wann die auch wieder auftauchen. Also hier gibt es keine Mauern mehr. Jetzt muss da oben. Da ist halt noch ein Stückchen Mauer, aber da ist der Eingang, der eingezeichnet ist. Da ist jetzt kein Grab, aber es kann ja was Vergrabenes trotzdem sein, aber halt kein Grab. Da ist eine Kiste. Das knacken leicht. Ich nehme an, das ist das. Es hat sich gerade angehört, als hätte sich jemand neben mich gestellt. Ich mag sowas ja nicht, ne? Ja, das ist es. Na gut. Läuft der wie am Schnürchen hier? Naja. So jetzt einfach mal so, als ob. Und dann zum nächsten. Dann, obwohl es wird dunkel, das ist schon recht. Nürnberger Kürbis. Der ist sogar besser als der Kutten. Ich habe das Kuttenberger Kürbis an. Und es wiegt weniger. Na, dann nehme ich den. Zornestrunk. Sagt das alles rüber. Die Bücher habe ich bei mir zu Hause alle in der Kiste. Hammer. Kriegshammer. Ich könnte den Hammer... Nee, ist ja ein Hammer. Ich muss Streitkolben üben. Ich wollte nicht gerade sagen, weil eigentlich könnte ich ja dann auch das Streitkolben-Gedönszeug üben. Ja, und mit Kartentrank kann ich nehmen, nachdem ich die Karte 5 geschafft habe als Belohnung. Ich wollte gerade sagen, dieser Helm wäre besser als den, den ich aufhab.
Aber ich laufe nicht mit so einem Kranz auf dem Kopf rum, auf gar keinen Fall. Das könnt ihr knicken. Auf keinen Fall. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Die Beinschienen sind aber natürlich besser. Die Schuhe aber wiederum nicht. Irgendwann möchte ich kein zusammeltes, gewürfeltes Outfit mehr haben. Oh, irgendwann später. Spätestens 20 Uhr. Ich könnte... Warte. Schauen wir uns erstmal die Karte an. Die 5. Die wäre jetzt noch offen. Und wo ist das? Also ich habe keinen Stadtnamen. Wir wissen nur Westen. Dann sehen wir Hirsche, eine Hütte, Fluss mit kleinen Seen, Steinbruch oder Mine und eine Stadt mit einer inneren Burg, ne? So sieht's aus. Na, davon haben wir aber nicht so viele. Oder? Theoretisch? Wir haben Rattai. Die haben keine Burg, die auch nicht. Teilenberg hat das. Und Scarlett hat das. Die anderen haben alle nicht so eine Burg drinne. Also Rattai hat 2, davon abgesehen, aber... Aber Rattai hat keinen Steinbruch direkt, oder? Was ist mit Teilenberg hat einen Steinbruch. Da nämlich, weil ich da schon öfter dran vorbei bin. Und, ach, der Steinbruch muss unten sein und das Jagdgebiet oben. Also der muss quasi hier so sein. Hier muss es so einen Steinbruch geben. Da hätten die ein Lager. Und Scarlett hat ja Minen. Da, das wurde ja gesagt, aber... Da, achso, das Grab, was ich hier irgendwo schon mal ausgehobelt habe. Ausgehobelt. Jetzt sehe ich hier schon wieder die Hälfte nicht, ne? Aber hier gibt es auf jeden Fall diese Seenausläufer, Gedönssachen. Und hier sind die Minen. Was ist das auch damit gemeint? Ich will nicht nach Scarlett. Hier ist aber, nee, das ist das. Schaut mal, so wie die Burg hier aufgemalt ist auf den Bildern. Sieht das ähnlicher aus zu dem, was auf der Karte ist. Ja. Irgendwas mit Brückchen. Gibt es da ein Hirschgebiet? Ein Rehe-Dings oder so? Müsste ich wieder aufdecken, ne? Da ist schon wieder etwas, was ich nicht habe. Da oben könnte das schon drin sein. Auf jeden Fall hätte man hier diese Brücke. Und hier unten sind die Minen. Und hier auf der Brücke gerade hoch. Und wer weiß, was hier im Wald ist. Das könnte schon sein, weil... Hier gibt es nur den einen Steinbruch bei Teilenberg. Müsste halt hier sein. Das hat auch nochmal das andere Lager. Und bei Rattai? Nee. Nee, das habe ich schon abgesucht. Das wäre wieder anders, wahrscheinlich mit dem großen Fluss gezeichnet. Die haben auch nicht die kleinen Flüsse mit diesen kleinen Seen drin. Das ist hier. Scarlett wahrscheinlich. Ja. Das heißt, nach da für den letzten Schatz. Ich würde jetzt einfach dahin reiten, schlafen gehen. Das kann ich ja bei mir machen. Und Scarlett kann ich ja nicht schlafen. Scarlett, da muss ich auch wieder aufpassen. Hallo? Da. Bei den Leuten, die da dran sind, werde ich hier wieder überfallen. Außerdem habe ich mir gerade meine Füße gebrochen. Upsi. Ja, dann schlafe ich mal kurz bei mir zu Hause. Vielleicht ist dann Teil der Nacht auch schon um. Und da muss ich ja nicht mit Licht lang reiten, sonst bin ich nachher zu... Ah, nicht mehr ruiniert.
zu auffällig. Dann mache ich das so. Oder auch nicht. Bewaffnete Bauern. Aber auch immer ist hier irgendetwas. Also ich habe das Gefühl, die Unzufriedenheit steigt bei der Bevölkerung. Ganz dezent, minimal. Fühlt sich so an. Seit wann habe ich hier Erfolg? Das war hier schon wieder die Pilgerstelle, aber auch immer wieder. Wie oft wollen die es denn noch probieren? Ich habe den einen Schritt noch nicht mal verkauft. Ich brauche definitiv einen Händler an meinem Dorf. Bewaffneter Mann. Ich sehe jetzt abends nichts. Viermal und viermal Erfolg. Wo ich sonst mal Misserfolg habe, kommt jetzt mal hier eine kleine Erfolgsquote oder wie darf ich das sehen? Ich doch mal Glück? Im Unglück, weil gleich irgendwas passiert? Ich habe hier oben Bette. Ich glaube, das ist jetzt besser, wenn ich hier schlafen gehe. Nur ganz kurz, bis es hell ist. Ich glaube, von meinem Energielevel, das ist nicht so niedrig. Dass das jetzt unbedingt notwendig war. Vielleicht gibt es ja was zu essen. Ich hätte auch Trockenobst, theoretisch. Ja, eigentlich. Nahrung. Hätte ihr doch was früher gepackt gehabt, oder? Ja, ich hätte auch noch was dabei. Pack mir das mal ins Inventar. Weil ich glaube, ich noch immer Hunger habe. Also die Karotte kann ich schon mal essen. Und ein Brot. So. Das reicht hier ja sonst kaum aus. Was für ein Bett. So als Vogt lebt sich's doch optimal. So, 3 Stunden reicht. Hauptsache gespeichert, weil in Scarlet werde ich niedergemetzelt. Meine nur. Ich habe da so viel Glück. Eventuell noch ein Brot. Das war jetzt, wo das schlecht wird. Ach nee, jetzt halt. Nicht X. E. Zum S. E wie Essen. Getrockneten Sachen lasse ich da. So, aber nicht wieder voll fressen. Gehen wir rüber nach Scarlet. Dann müsste es gleich hell sein. Gespeichert ist. Gesättigt auch. Bin auch nicht mehr verletzt. Würde ich hier hin und dann da außen rum lang und da oben mir das angucken. Schauen, ob ich ankomme. Also wenn ich jetzt hier unterwegs wieder Haufen Banditen habe, dann eher nicht so. Weil dann würde ich es, müsste ich mal gucken. Weil ich weiß, in Scarlet sind doch jedes Mal irgendwelche Plünderer unterwegs. Niemand? Wie die da mal hängen, ne? So, da ist die Brücke. Da soll ich theoretisch irgendwie rüber oder so. Aber ich muss nach... Ich mach mal hier so eine Markierung irgendwie nach da. Ich schau mal, wie ich, wo ich wo ankomme. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, genau die Richtung. Ich will nicht durch die... Na, da komme ich eh nicht rein. Ich schau mal, wo ich ankomme. Was oder wer mir begegnet auch. Gehe ich hier schon mal über die Brücke rüber? Kann ich nicht die einfach nehmen? Hier lang? Kann ich hier durch? Greifen mich nicht an, ne? Was haben wir denn doch da? Jetzt. Ja. Haltung. Unterhaltung. Das war ein ganz großer Fehler. Hier ist man auch dezent gefangen. Elender Hund, ich bitte euch. Ah, hier komme ich raus. Upsi. Ich dachte, ich kann da irgendwie lang. Wir sind nur Halunken, sage ich euch. Nur Halunken.
Lass mich jetzt nicht im Stich. Okay, die sind weg. Wo wollte ich nochmal hin? Ich wollte eigentlich diesen Weg nehmen, ne? Klappt optimal. Vielleicht jetzt hier über diese Mittelinsel. Was wollte ich eigentlich machen? Aber hier leben komische Menschen. Komplett Banditen und Plünderer. Kein Wunder, dass es hier nicht besser wird. Dass sie einen Endlosspawn haben. Die kommen alle von hier. Kann ich einfach... Wieso... Okay. Wieso bauen wir eigentlich nicht so eine Stadt wie Scarlet's wieder auf? Traut man uns das nicht zu und deshalb kriegen wir die andere Stadt. Ich finde, die hier ist weniger kaputt als... Naja, Pribitzlawitz. Pribitzlawitz. Ich hätte gern einen kürzeren Namen. Sowas merke ich mir doch nicht. So, da könnte ich wieder über die Brücke. Da, und dann hier hoch. Und dann schauen wir mal, ob da ein Rehgebiet ist. Hirschgebiet. Und dann brauche ich ja noch einen Anhaltspunkt. Oder da ist eine Jägerhütte. Unfallort? Hier ist alles ein Unfallort. Ich sag euch, gleich werde ich überfallen. Das sieht hier komisch aus. Wieso kam das direkt hier mit dem Unfallort? Weil hier jemand von der Straße abgekommen ist, oder wie? Oder soll das interessanter Ort eigentlich sein? Also es ist ja alles ein purer Unfall. Wurde er schließlich überfallen? Auf der anderen Seite. Von der Brücke scheinbar, aber ich sehe da nichts. Auch nicht im Wasser, deshalb bin ich abgestiegen. Zu gucken, ob hier... eventuell eine Leiche liegt. Oh, da liegt halt wirklich jemand. Oh. 14 Groschen und 14 Groschen. Nicht betrunken über eine Brücke laufen, die kein Geländer hat. Wieso? Heinrich. Danke. Ja, Unfallort aufgeklärt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich in dem Dreckschwasser gar nicht gesehen. Und da beginnt jetzt, da hinten ist eine Hütte im Wald. Oder so seitlich. Ist auf der anderen Seite von dem Fluss. Jetzt mal gucken, ob ich einen Weg hier rein finde. Und dann gucke ich nochmal auf die Karte. Weil da war irgendwas wie ein Hirsch, Elch. Hier ist auch ein Unfallort. Sogar ein Schädel. Sogar mit Schädel. Kann ich den mitnehmen? Deko? Wie darf man hier irgendwas? Oh, eine Kiste. Nein, ich kann jetzt nicht. Wollt die Kiste. Also wenn ich dann nochmal irgendwie Geld brauche oder Leute gerne plündern möchte und erlegen möchte, gehe ich einfach nach Scarlet's und überall in die Häuser rein, weil da sind überall Plünderer. Ich krieg das nicht. Jetzt dreht sich's weiter. Schlösserknacken, eine Stufe gestiegen. Wenn ich jetzt einen Schlösser lerne? Okay. Ich hab doch eh gedrückt. Jetzt. 50 Groschen und 50 Groschen und ein paar Tränklein. Wenn ich jetzt schon hier stehe. Die Karte. Nochmal.
Direkt westlich, aber da gibt es keinen Anhaltspunkt. Da ist halt so ein Kreuz. Und von dem Kreuz direkt 90 Grad Richtung Westen. Und da dann irgendwas mit einem Elch. Aber. Ist da eine Gabelung oder ist da ein Weg? Und das Kreuz heißt quasi gerne Weggabelung direkt nach Westen oder was? Das hat auf jeden Fall was Hirschen zu tun. Und ich nehme mal an, wir brauchen eine Jagdhütte, wird es geben. Ich würde einfach in den Wald reinlatschen. Weil hier irgendwie so und dann irgendwann so. Dann kann ich jetzt auch einfach hoch und gucken, ob ich eine Hütte sehe. Das ist jetzt kein Wegweiser. Ein Weg ist auch nicht aufgemalt. Als ob es Wege im Wald gibt. Ich gehe jetzt einfach hier gucken. Ich habe ja den einen komischen Stein letztens auch gefunden. Den runden. Vielleicht sehe ich auch, es ist wenigstens hell. So eine Hütte. Ich sag euch, jetzt kommen wir wieder gleich irgendwelche Wilderer entgegen. Aber ich konnte den Wilderer gar nicht ansprechen. Ich hätte gedacht, da wir ja alles im Dienste von Herrn Ratzig machen, dass wir irgendwie Wilderer stellen könnten noch oder so. Hier laufen halt echt Wege lang. Es gibt Wege. Aber man sieht. Ja, okay, es gibt Wege. Ich führe dann einer der Wege zu einer Jägerhütte. Eventuell. Die sind aber auch kreuz und quer. Nein, ich glaube nicht. Das ist, hieß ja hier rein. Der Weg geht auf jeden Fall raus. Eine Hütte sollte man sehen können, außer sie ist niedergebrannt. Aber wenn es eine nicht niedergebrannte Hütte ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man die sieht. Und der Weg geht halt nicht gerade Richtung Westen. Deshalb bin ich verwirrt. Jetzt halt wieder. Ich folge dem Weg. Irgendein Hinweis. Es gab ja keinen weiteren Hinweis. Der Weg ist, geht schon Richtung Westen, aber das ein bisschen, naja, nicht gerade. Hinweis schaue ich mich ein bisschen um, ne, wegen so einer Hütte. Was ist hier für ein Platz? Ein Wildschwein. Also okay, hier sind Wildschweine. Keine Rehe. Ich habe auch das Jagdgebiet für Rehe noch nicht gefunden. Nur scheinbar Wildschweine. Ne, das ist es nicht. Dann gehe ich mal wieder nach da oben. Nee. Also der Weg war nicht das Ziel. Dann muss ich uns auch wieder hoch. Und suche erstmal, ich schaue einfach, bis kommt Jagdgebiet Hirsch entdeckt oder so oder Reh. Denk mal, Hirsch, weil da war ein komisches Geweih gezeichnet. Wird ja hier unterteilt. Ich habe am Anfang ja auch nicht so mitbekommen. Ich habe Hirsch und Rehe. Einzeln und nicht als eine Rubrik. Ja, suche ich jetzt alles ab, bis es kommt. Und ich eine Hütte sehe. Hier ist nochmal ein Weg. Also hier sollte ich in der Entfernung was sehen können. Bin jetzt bloß so blöd gelaufen. Ich glaube, ich müsste mal wieder ein bisschen westlich. Bin jetzt zu weit im Westen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann wäre der Ich kann Hinweis. jetzt nicht weg. Ich habe Verpflichtungen. Ich würde mal sagen, das ist Ende der Map. Du kannst das Tal nicht verlassen. Okay. Heinrich. Ich wollte aber einfach mal Urlaub machen. Gönnst du mir das etwa nicht?
Heinrich gönnt dir keinen Urlaub. Schlimm. Ich glaube, hier matcht was nicht ganz so. Ich glaube, ich bin in einem Gebiet, wo man nicht sein soll. Wieso schwebt hier alles ein Meter über dem Boden? Schwebt. Ist wieder okay. Ich glaube, normalerweise läuft man da nicht hin, außer Personen meiner Art, nennen wir es mal so. Meiner richtig krassen Persönlichkeit, die dann anfangen, jetzt hier so eine Hütte zu suchen. Und das Jagdgebiet. Ich müsste ja auch irgendwann wieder beim Fluss auftauchen, ne? Hier. Und so weit oben. Ist halt wieder so der Weg. Was mit dem Weg auf sich haben. Ich hätte den einen Weg, den ich vorhin gefunden habe, lang gehen sollen. Den anderen nicht, den ganz bescheuerten. Was ist denn hier los? Ich glaube, das sind welche, die geflohen waren, ne? Aus Scarlets vielleicht. Die dann hier nicht so weit gekommen sind. Oh Gott, über diese Pferdeleichen. Ich suche aber eine Hütte. Und wenn es mal nach Unfallorten gehen würde, die finde ich wenigstens. Den Rest nicht so. Aber Unfallorte oder diese anderen Orte, die schaffe ich. Ich sehe auch gar keine Hirsche, ne? Ich habe jetzt nur Wildschweine und Hasen gesehen. Jetzt bin ich auch schon wieder hier raus. Komisch, dann gehe ich mal den Weg lang. Ich reite den Weg. Vielleicht bin ich vorhin einfach nur richtig komisch gelaufen. Also theoretisch ist jetzt von hier der Weg. Da ist der Unfallort. Und muss da irgendwo was sein. Das ist der Weg, den ich vorhin gegangen bin. Da geht noch ein Weg hoch. Ich nehme mal den. Weil der eine hat mich ja rausgeführt. Ja. Das ist kein Weg. Ich dachte... Hier. War so eine Ausbuchtung. Ich sehe halt überhaupt keine Hütte und auch kein Jagdgebiet und auch keine Hirsche. Also auch nicht in der Entfernung weghuppeln oder so. Da unten ist ein Haus, aber da bin ich aus dem Wald raus. Jetzt bin ich ja wieder hier. Teich, Fluss, Teich. 90 Grad davon, recht mittig. Kommt. Teich, etwa, also breiter, 90 Grad. Hier. Aber ich kann gar nicht so weit nach da, da meckert er wieder rum. Ich war ja vorhin recht weit oben und das fand er nicht so optimal. Da hat er gesagt, ich habe noch Verpflichtungen. Ja, mein Lieber, die habe ich auch. Und trotzdem suche ich hier eine Stunde nach etwas, auf was ich gar nicht bräuchte, außer da sind jetzt fünf. Ich kann das Gebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Kann da nicht hin. Das ist genau auf der Höhe.
Aber hier sind die ganzen Texture-Sachen ein bisschen schwimmend. Deshalb glaube ich es halt eher gerade nicht, weil das ist einfach Map-Ende. Kann ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, dass es dann hier oben ist. Ja. Da sind Hirsche. Rehe. Wie auch immer. Also doch, da. Also ich habe hier jetzt welche. Jetzt sehe ich wenigstens mal ein paar Rehe. Aber ich bin nicht im offiziellen Jagdgebiet. Also, das taucht halt nicht auf. Aber die Höhe wäre das. So. Vielleicht gehe ich jetzt einfach mal Richtung Osten zum Fluss. Vielleicht bin ich zu weit reingelaufen. Also. Aber jetzt habe ich wenigstens schon mal Rehe gesehen. Ist ja schon mal ein Anfang. Ist der Wald auch dichter. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Achso, ich glaube Map-Ende. Da läuft er ein bisschen langsamer. Ich dachte, ach ja, so eine Hütte zu finden im Wald wird ja kein Problem sein. Das ist das Bächlein. Also hier ist jetzt das Bächlein. Es ist halt wirklich ein Bächlein. Aber wann muss ich hier rein? Gibt's ein... Da war ja ein X. Als ob man die Stelle sehen würde und von dort dann 90 Grad in den Wald. Als ob da dann mit Kreide so ein Dings gemalt ist, von wegen, hier musst du rein. Mit Glück habe ich doch nicht. Ja, jetzt ist es schon wieder breiter. Nee. Das ist der Unfallort, da war aber nichts. Selbst wenn ich jetzt hier reingehe. Der Unfallort ist ja eigentlich auch recht mittig. Es ist ja nämlich nicht so, dass so ein Trampelpfad oder so reingeht. Und der Weg kommt halt auch von sonst wo. Aber wenn ich den folge, lande ich immer woanders. Aber hier steht öffnen. Aber was habe ich denn gerade geöffnet? Die blutige Kleidung? Waren 170 Groschen. Ich bin verwirrt. Ist da hinten was? Da bilde ich mir das jetzt ein. Geradezu. Bilde ich mir ein, oder? Ja, das sind nur irgendwelche Baumsachen. Es kommt halt nicht das mit dem Jagdgebiet. Und ich kann halt nicht so weit nach oben, weil dann ist ja die Map zu Ende. Und da ist die eine Stelle, da war ich ja auch schon. Und da steht kein Haus oder so. Hier, diese Einbuchtung. Ja. Wo man sowas annehmen könnte. Dass da was ist. Ich habe das Jagdgebiet noch nicht, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch jetzt alles schon durchgedingst. Das ist wie mit dem Einfluss, dass das Feld jetzt, glaube ich, einfach kleiner ist. Ich gucke nochmal hier bei den Tannen. Es ist mittig. Aber laut dem Ding wäre das ja hier. Aber das ist genau an der Grenze. Und da war ich hier.
Sonst gucke ich, weil die Tannen, hier sind halt Tannen, da nochmal genauer. Aber habe ich ja geguckt und dann steht da mal, ohne Ratzigs Erlaubnis kann ich nirgendwo hingehen. Kommt dann da. Ich hätte ja gedacht, das wäre hier oder so, aber ich suche eine Hütte und ich suche das Jagdgebiet. Und ich habe keine Tannen, ne? Ich habe hier Laubbäume. Da war was, oder? Da. Da ist was zusammengebrochenes. Easy. Natürlich finde ich ein bewittertes Haus. Jagdgebiet Hirsche. Ist ja easy going. Natürlich. Ich bin Profi bei solchen Sachen und kann das Schloss nicht mal knacken. Aber ist es das? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Die eine Kiste ist ja leicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Das ist ja auch Sachen, die sind. Also die einen Sachen brauche ich nicht anziehen, weil die Rüstungswerte viel niedriger sind als die Sachen, die ich jetzt habe. Und diese sehr schweren Schlösser knacken, dafür muss man ja erst recht weit im Level sein. Und das ist ja, würde ich jetzt bei den Schatzkarten verstehen, die kaufst du ja auch, aber diese uralten Karten ist ja quasi so dieses Extra. Und diese, die. Ich hatte doch vorhin, keine Ahnung, ich bin irgendwann gestiegen beim Schlösserknacken. Das ist aber nichts frei. Da bin ich jetzt schon fünf. Ich weiß nicht, wie man das. Ich glaube, das muss ich freischalten, ne? Bei Hashtag hätte ich mal machen können noch. Sie wegen diesen schweren Schlössern knacken. Aber hier ist es ja. Wieder auf jeden Fall ist es gruselig. Da ist ein Hase. Ist das aus Holz oder ist der echt? Hell. Der war echt. Das wäre gruselig. Danke. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Das war gerade sehr creepy. Das hockte da wie so ein Erdmännchen. Habt ihr das da irgendwo hingeschmissen? Na gut. So, können wir hier rüber balancieren oder nicht? Also hier ist das Jagdgebiet. Also entweder ist es diese Kiste, was ich nicht glauben kann. Muss noch irgendwas anderes sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier auch sehr schwer ist. Weil die bei der vierten Karte war eine leichte Kiste gewesen. Fände ich ein bisschen komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier ist halt auch nichts anderes. Und das ist ja, es hieß ja bei dem Jagdgebiet und bei der Hütte. Ah, das ist brutal. Wartet mal, ich hätte mir ein Foto gemacht gehabt. Das ist Duck. Okay, die Karte kann ich dann nicht nehmen, aber das ist hier dann. Hat sich gelohnt. Da muss ich das erstmal noch lernen. Das gucke ich mir jetzt mal bei Peschek an. Das ist ja nervig. Das habe ich ja öfter auch bei so anderen Sachen, die ich finde, dass ich da nicht ran kann. Ich bin ja Stufe 5 bei Schlösser knacken. Ich kann da ja wohl irgendwo was wieder freischalten, oder?
Aber das wäre da, wäre der Ort. Nehme ich jetzt mal stark an. Also ich denke mal, ich hätte ihn gefunden. Den Ort, den man bräuchte. Ich würde ja glatt nochmal hinreiten, wenn ich es kann, aber... ja. Ich schaue jetzt mal, ob ich es überhaupt lernen kann. Kann sein, dass da noch irgendwas anderes fehlt. Ich müsste auch am nächsten Tag wieder hinreiten. Probiere jetzt manchen Sachen einfach auszuweichen. Und scheinbar klappt das ja neuerdings. Hätte ich nicht gedacht. Wir brauchen ziemlich lang nach Hause, muss ich ja mal sagen. Das macht sich in meiner Dorfbilanz nicht gut. So, null. Wer ist das denn? Wolfram Bruder. Was macht der hier? Der will bestimmt was von Theresa. Na, Bosch. Stopp. Grüß dich. Hi. Wir haben ein Problem. Und zwar... Übung? Schlösser knacken. Das heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Selbstverständlich. Hier etwas fortgeschritten. Erfordert Stufe 5. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ich verkaufe an dich so viel. Ist das nicht etwas viel? Der könnte ja mal mir entgegenkommen, so im Generellen. Zufrieden? Es bedarf schon mehr als das, um mich zu überzeugen. Ja. Einverstanden. Hör gut zu. Aber wie kann ich das freischalten? Dass ich das andere kann. Also ich habe jetzt... das Knacken. Neue Spitze werden bei 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 freigeschalten. Aber ich weiß nicht, ab wann ich die schwierigen knacken kann. Es gibt kein extra Talentpunkt dafür, den ich freischalten kann. Stopp. Muss ich das komplett lernen? Wenn ich jetzt nochmal lerne, das ist ja einfach nur, dass man in der Stufe steigt, ne? Wie Geld habe ich jetzt nicht. Da muss ich das irgendwann anders holen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der Ort. Und ich denke mal, die Sachen bringen mir nicht so viel, die ich daran finde, weil ich die Sachen, die ich jetzt anhabe, besser sind. Aber bevor ich die Schatzkarten und so auf jeden Fall mache, werde ich meinen Schösserknacken hochleveln müssen. Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rataia-Turnier? Nee, erst wenn ich Level 500 bin, dann würde ich das nochmal machen. Ich brauche nämlich erst Geld für die Stadt. Das ist ein anderes Ding. Das würde ich aber dann nächste Folge nochmal angehen, dass wir das Geld besorgen. Ich würde einfach reich holen. Ich beklaue einfach alle und jag irgendwelche Banditen in die Luft, je nachdem. War mir auf jeden Fall heute ein inneres Blumenpflücken. Ciao.